In the third activity, we'll give you an object, the place where it belongs, and a sound. The sound will indicate whether you put the object in its proper place or whether you state that the object is already there. So if you hear... Die Bücher. Auf dem Tisch. You say... Die Bücher liegen auf dem Tisch. If you hear... Die Lampe. Auf den Tisch. You say... Ich stelle die Lampe auf den Tisch. So basically, you have to decide between liegen, which indicates location, and stellen, which is directional. Let's start. Lampe. Auf den Tisch. Ich stelle die Lampe auf den Tisch. Zeitung. Auf dem Tisch. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Stuhl. Neben das Sofa. Ich stelle den Stuhl neben das Sofa. Flasche. Auf den Küchentisch. Ich stelle die Flasche auf den Küchentisch. Katze. Auf dem Sofa. Die Katze liegt auf dem Sofa. Fahrrad. In die Garage. Ich stelle das Fahrrad in die Garage. Hund. Vor dem Haus. Der Hund liegt vor dem Haus. Die Hose. Auf dem Boden. Die Hose liegt auf dem Boden. Tassen. In den Schrank. Ich stelle die Tassen in den Schrank.